Auf der Hannover Messe 2019 präsentieren wir unsere Automated Machine Learning Software. Mit dieser Software können Ingenieure auf einfache Art und Weise Machine Learning Modelle erzeugen für ihre Applikationen. Also in der Vergangenheit war es halt so, dass man klassischerweise mit Condition Monitoring Methoden gearbeitet hat, um Anomalien aufzuzeigen. Und mit Machine Learning und künstlicher Intelligenz kann man allerdings einen Schritt weitergehen. Das heißt also, wir haben die Möglichkeit, vorausschauend zu schauen, okay, fällt eine Maschine aus oder nicht. Auf diese Weise können Ingenieure sozusagen künstliche Intelligenz in die Maschine einbringen. Wir benötigen halt nicht Data Scientists oder Experten in dem Gebiet, um das halt in die Software umzusetzen. Und es gibt unglaublich viele Ingenieure, die diese Software halt in dem Sinne einfach nutzen können. Man geht dabei durch die Schritte, das Anreichern von Daten, das Markieren von Daten. Das heißt also, der Anwender kann in dem Datensatz markieren, wann ist die Maschine gut gelaufen, wann ist sie schlecht gelaufen. Und man fügt dadurch halt nach und nach das Domänen-Know-how, also das Applikations-Know-how von der einzelnen Maschine in das Modell mit ein. Und das bringt also einen enormen Mehrwert in dem Modell. Wenn der Ingenieur dann alle Informationen in das Modell eingeprägt hat, übernimmt das Tool und trainiert eine Menge von unterschiedlichen Modellvarianten. Und das ist eigentlich das Spezielle daran. Das heißt, das Tool übernimmt die Arbeit des Data Scientists und erzeugt eine Menge von unterschiedlichen Modellen, aus die dann der Anwender später auswählen kann, welches er final auf die Maschine implementieren möchte. Und das ist eigentlich das Besondere daran.